Hallo und willkommen zurück, endlich mal wieder zu einem neuen offiziellen Video. Wir spielen heute mal wieder Elite Dangerous. Wir begeben uns gerade in einen Kampfbereich, denn jetzt wird gleich etwas gekämpft. Wir beginnen immer nur in die geringen, denn in den mittleren, da treiben sich die Behörden ein bisschen rum und die hatten mich fast auf dem Gewissen. Aber ich konnte zum Glück noch entkommen. So, ja. Eintritt in den Kampfbereich. Wir haben ein kleines Schiff namens Vulture, ausgestattet mit ein paar für mich sogenannte MGs. Ja, ich weiß. Und jetzt werden wir gleich ein bisschen kämpfen. Guten Tag, wir sind da, um zu helfen. Ja, wo sind sie denn? Da werden sie auf dem Radar angezeigt. Okay. Wir schließen uns natürlich der United Messen irgendwas an. Und damit bekämpfen sie sich doch schon. Ja, natürlich. Ich bin immer gerne da, um zu helfen. Mehrfachgeschütze, genau. So ist ein Dinger. Unser Freund wird hier ein bisschen geärgert. Dann helfen wir ihm doch. Bisschen auf ihn einballern. Ballern gerade komplett durch seine Schilde. Ah, er benutzt. Ah. Ja, wenn man diese Dinger benutzt, diese Funken, die er da abgesprüht hat, die habe ich auch, dann kann man einen erstmal eine Zeit lang nicht anvisieren. Weil es die Instrumente stört. Ah, nachladen. Das sind die Düppel. Oh, jetzt werden wir angegriffen. Ich habe auch ein paar Tüppel abgeworfen, jetzt kann man mich auch erstmal nicht anvisieren. Täusche Überladung gemacht. Habe ich keine Energie auf die Waffen gelegt oder was? Mein Schild ist noch fast ganz, seins aber nicht. Aber mir hilft ja hier auch keiner. Ah, ich benutze schon wieder Tüppel. Halt. Stimmt, der Flugplan. Ich muss erstmal seine Schilde runterkriegen, ansonsten nützt das hier nichts. Ich bin das schon wieder Doppel. Energie auch auf die Systeme geben. Okay, okay, Leute, wir kriegen das hin. Oh. Was ist das denn? Eine Cobra MK3. Benutzt auch Düppel, Mann. Und wir haben seine Schilde gleich durch. Ein bisschen. Wird schon wieder Düppel. Okay, wir haben beide gleich unsere Schilde gegenseitig down. Ach, scheiße. Oh. Bei Raketen, da ist nicht zu spaßen. Schubdüsen Fehlfunktion? Ah, scheiße. Okay, wir müssen hier weg.
Esser. Es geht zwei Leute auf mich. Ja, scheiße. Wir trudeln. Oh, Alter. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Dann warten wir mal ganz kurz, bis unser Schild wieder da ist. Dann springen wir. Gut, dann springen wir nämlich wieder sofort rein. Da sind wir wieder. Gut, alleine kriegen wir jetzt hier nicht sehr viel hin. Ich würde schon gerne. Ja, wo sind sie? Ist hier irgendwas? Sind meine Sensoren kaputt? Mein Schildbooster sind dran. Also das funktioniert alles. Wo sind die hin? Anscheinend sind sie geflohen. Ja. Gut. Naja. Haben wir es zumindest geschafft. Bisschen angegriffen und geschafft. Naja. Dann wär's das auch für diese Folge. Ich meine, hier ist jetzt nichts weiter los. Okay, ich habe Mist gelabert. Kurz bevor ich bedacht, dass ich die Aufnahme beendet habe, sind hier Leute aufgetaucht. Aus dem Hubraum rausgesprungen. Ach, scheiße. Wir haben keine Schilde mehr. Wir müssen jetzt irgendwas tun. ASP Scout. Vielleicht sollte ich mal mit meiner ASP hier reinfliegen, auch wenn ich da kaum Schutz habe. Jetzt ist doch nicht wahr. Schilde sind auch aktiv. Ich habe eine Idee. Das könnte mir jetzt mein Tod bedeuten, aber. Rammen könnte auch nochmal helfen. Okay, seine Schilde sind auch down. Das hat was gebracht. Fuck. Also es bringt was, es ist schon mal gut. Bei 11%. Komm schon, er kriegt es hin. Wir haben ihn. Und wir haben ihn. Wunderbar. Keep it up. Yes. Okay, da unsere Teile hier ein bisschen beschädigt sind, haben wir keine andere Wahl als RAM. Okay, es hat hier überhaupt nichts ausgemacht. Okay, wir müssen hier raus. Wir müssen kurz zurück zum Carrier, wir müssen uns da wieder aufpimpen lassen. Wir begeben uns zurück zum Carrier. Es war einfach nur ein ganz kleiner Einblick mal wieder in die Dangerous. Macht's gut und ciao.